ist gerade völlig untergegangen in den letzten beiden Tagen wegen der Trump-Wahl und wegen den Ampel-Querelen. Und zwar der massive Gewinneinbruch jetzt bei Audi samt zahlreichen Stellenstreichungen in Deutschland und auch bei BMW. Und wir müssen unbedingt hier mal über ganz wichtige, fundamentale Dinge reden. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Marktanalyse am Donnerstagabend. Wir reden auch über die Dinge, die aktuell niemand so richtig auf dem Schirm hat. Vielleicht habt ihr es aber trotzdem mitbekommen. 91% Gewinneinbruch bei Audi gab es jetzt im dritten Quartal. Und ich hatte ja neulich schon darüber berichtet, dass die ein Werk in Brüssel schließen werden, aufgrund der mangelnden Nachfrage der E-Autos. Und jetzt schaut mal hier, auch in Deutschland sollen in den kommenden Jahren bis zu 4.500 Stellen gestrichen werden. Ja, das ist jetzt im Endeffekt die Konsequenz dieser Ampelpolitik. Überall in Deutschland schließen Firmen ihre Pforten. Es ist wirklich unfassbar, was hier passiert. Wir brauchen diesen Politikwechsel mehr denn je. Schaut euch mal an, was bei BMW los ist. Als ich die Zahlen gesehen habe, dachte ich erst, es wäre vielleicht irgendein Sonderereignis. Manchmal gibt es ja so Sonderabschreibungen und so. Die sind dann in so einem Fall nicht zahlungswirksam, also nehmen kein Geld aus der Kasse raus, werden aber dann in der GUV, in der Gewinn- und Verlustrechnung natürlich wieder inkludiert. Aber nein, so war es nicht. Aber schaut euch das mal an bei BMW. Was jetzt hier passiert ist, in Blau seht ihr jetzt das dritte Quartal diesen Jahres, ja, und demgegenüber das dritte Quartal letzten Jahres, ja. Da seht ihr jetzt schon mal, der Umsatz ist schon mal um 15% zurückgegangen, aber insbesondere die Gewinne sind jetzt hier dramatisch gesunken. Schaut mal hier, ne, das EBIT-Ergebnis ist von 3 Milliarden auf 634 Millionen zurückgegangen. Übrigens, bei Audi hat man überhaupt nur noch einen Gewinn erwirtschaftet durch Bentley und Lamborghini, die ja beide zu Audi gehören und die aber im Ausland produziert werden, ja. Zurück zur BMW, dann sehen wir hier unten beim Nettoergebnis nur noch 476 Millionen Euro Nettoprofit. Das sind 83% Gewinneinbruch jetzt hier bei BMW, einem der größten und wichtigsten deutschen Automobilhersteller, ja. Also es sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus aktuell mit der deutschen Automobilindustrie. Und das sehen wir auch, wenn wir uns beispielsweise mal ein paar Aktienkurse jetzt anschauen von diesem Jahr. BMW ist um 31% gefallen dieses Jahr, während Mercedes-Benz um 15% gefallen ist, Volkswagen um 24%. Und das ist insbesondere deshalb immer auch wichtig zu beschreiben, weil nämlich der Gesamtmarkt ja stark gestiegen ist dieses Jahr. Und da gab es jetzt gestern an diesem Tag, ich weiß noch ganz genau auch, ich war ja so bei Lidl, ne, hab da so ein bisschen mal reingeguckt, hab gesehen, was da gerade explodiert an der Börse. Überall sind die Kurse nach oben gestiegen, ja. Und alle Leute haben mich auch angeschrieben auf Instagram und so, boah, hast du gesehen, was da los ist? Also viele Leute gestern hatten den besten Tag an der Börse in ihrem Depot vom gesamten Jahr, ne? Und das Krasse ist, die Tagesschau postet hier Folgendes: Marktbericht nach Trump-Sieg, Ernüchterung an der Börse. Ja, und da schreiben die hier von ÖRR-Blog, naja, was waren beim S&P 500 und beim Dow Jones? Da war nichts mit Ernüchterung. Und dann dachte ich erst so, das ist jetzt eine ganz klare Fake News bei der Tagesschau, bis ich gemerkt habe, nee, die haben halt einfach die DAX-Stände nur repliziert. Also das, was an der deutschen Börse los war. Und da war es nämlich tatsächlich so, dass eben gestern, das kann man hier sehen, schaut mal, gestern genau, also hier am 5. war ja die Wahl und am Tag danach, bumm, habt ihr gesehen, ist der Nasdaq zum Beispiel, also Technologieindex in den USA, 5% angesprungen nach oben. Das ist das, wo die ganzen Leute mir dann geschrieben haben, boah, was ist in meinem Depot los, das geht ja total ab, und sich gefreut haben, weil so eine Tage sind selten, ja.
Aber der DAX ist an diesem Tag halt eben nach unten gegangen. Und darauf hat sich jetzt quasi die Tagesschau bezogen. Das waren jetzt zwar keine Fake News, aber das zeigt, wie irrelevant mittlerweile dort berichtet wird. Weil die wenigsten Leute, die ich kenne und die auch meine Videos beispielsweise schauen, sind überhaupt zentral nur in den DAX oder so investiert. Die meisten sind mittlerweile natürlich global investiert, vor allem aber auch in den USA. Und deswegen ist das jetzt nochmal mein Weckruf, ganz, ganz, ganz wichtig für alle Leute, ne? Als allererstes beschäftigt euch unbedingt mit dem Thema Bitcoin, weil, und ich habe jetzt das vorhin auch bei Twitter geschrieben, ne? Jeden Euro, den man in den Bitcoin tauscht, ist ein Euro weniger, die man von der Politik abhängig ist. Und das ist eine Reise, ein Prozess, den man beginnt, Bitcoin zu verstehen, dass eben der Staat nicht Bitcoin aus dem Nichts einfach erschaffen kann, so wie eine Fiat-Währung. Deswegen beschäftigt euch damit. Und wenn, das ist für viele Leute vielleicht trotzdem noch ein interessanter Einstieg in die Materie, weil bei Bitcoin bedeutet es eben auch, dass du selber die eigene Verantwortung übernimmst. Du hast dann da ja keine Bank mehr. Du bist dann selbst ein Teil dieser Bank. Das heißt, not your keys, not your coins und so weiter. Damit beschäftigt man sich dann nach und nach. Da ist aber auch jede Menge Verantwortung dann mit verknüpft, wenn man seine Bitcoin selbst aufbewahrt und so weiter. Also das ist ein Prozess, mit dem man sich langsam auseinandersetzen kann. Es gibt aber auch richtig gute Einstiegsmöglichkeiten. Und eine davon zeige ich euch mal ganz kurz. Ich habe jetzt hier gerade mein Freedom Depot selber aufgerufen und habe jetzt gerade selber mal testweise gekauft. Und es hat auch ohne Probleme funktioniert. Es gibt nämlich auch ETFs auf Bitcoin. Ja, und die bedeuten, dass man, dass quasi die Bitcoin, die man dort in dem ETF kauft, auch physisch dahinter hinterlegt sind. Ja, das wird sich weiterhin natürlich dann auch positiv auf den Bitcoin-Preis insgesamt auswirken, logisch, weil die ganzen institutionellen Anleger dadurch natürlich einen viel besseren Zugang auch zu Bitcoin und so bekommen. Aber man kann das auch ganz normal, ohne dass man jetzt erstmal sich ein eigenes Wallet kauft und sich jetzt direkt irgendwie in die hundertprozentige Verantwortung gibt, kann man schon mal so ein bisschen das antesten. Weil damit mit so einem Bitcoin-ETF wird quasi dann genau eben die Wertentwicklung des Bitcoin nachempfunden. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die sind ein bisschen risikoreicher. Zum Beispiel gibt es ja das Unternehmen MicroStrategy, die habe ich auch im Depot. Die sind ein bisschen risikoreicher noch als der normale Bitcoin, weil was machen die? Ja, das ist ja eigentlich ein Softwareunternehmen gewesen und dann irgendwann im Jahr 2020 hat sich halt der CEO Michael Saylor gesagt, warum haben wir eigentlich unser überschüssiges Kapital in den ganzen Währungsreserven, die permanent nach und nach abwerten, und hat dann einfach angefangen, das in Bitcoin zu investieren. Und jetzt mittlerweile machen die das so, dass die sogar die Fiat-Währungen, also in Dollar Kredit aufnehmen, damit Bitcoin kaufen. Und der Bitcoin-Kurs, der sich immer weiter und weiter in den letzten Jahren nach oben bewegt hat, hat dazu geführt, dass dieses Unternehmen immer wertvoller und wertvoller an der Börse wird. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel die MicroStrategy-Aktie kauft, dann hat man quasi automatisch auch einen Anteil an Bitcoin. Die haben schon über 250.000 Bitcoin. Langfristig streben die ja sogar an, eine Bitcoin-Bank zu werden, also auch anderen Unternehmen zu ermöglichen, quasi sich an Bitcoin zu partizipieren und so weiter. Man muss aber dazu sagen, bei MicroStrategy, diese Aktie ist bei mir im Depot aktuell die volatilste Aktie. Also an Tagen, wo der Bitcoin steigt, steigt die MicroStrategy-Aktie meistens noch stärker an als der Bitcoin. Oder wenn andere Aktien steigen, steigt die meistens noch stärker als andere Aktien. Wohingegen, wenn andere Aktien fallen oder der Bitcoin fällt, dann fällt meistens auch die MicroStrategy-Aktie stärker als eben die anderen Aktien. Ja, ich gucke mal gerade, wie es heute ist. Ich glaube, da sah es auch ganz gut aus. Das muss man aber dazu sagen. Ja, es ist also nur für etwas für Leute, die entweder nicht jeden Tag in ihr Depot reinschauen. Das ist sowieso immer zu empfehlen.
oder aber die eben es auch gewohnt sind mittlerweile. Ich sage nur, es gibt mehrere Optionen. Ich werde in Zukunft auch nochmal ein Video jetzt bald machen, wo ich mal nur über Bitcoin spreche. Wie funktioniert es eigentlich, seine eigenen Bitcoin und so weiter zu kaufen, mal den ganzen Prozess zeigen. Aber das wollte ich unbedingt schon zeigen. Beschäftigt euch dieses Jahr unbedingt damit, wie man global investiert, weil das hier sollte spätestens jedem zu denken gegeben haben, dass hier die Tagesschau berichtet über, wie der DAX steht und sagt, es gibt Ernüchterung an der Börse. Während hier, ich habe es ja gepostet bei Instagram, schaut mal, was die Leute bei mir geschrieben haben auf meiner Plattform. Ja, ich fand meine knapp 5000 Euro plus gestern auch sehr ernüchternd, hatte mit mehr gerechnet. Ja, oder nee, mein Depot sieht sehr gut aus, hat mich extrem gefreut überall. Ganz ernüchtert ist mein gesamtes Portfolio gestern 5% in die Höhe geschossen. Ja, also hier gibt es ganz viele Leute, die alle, wie ihr seht, kommentiert haben und sich so ein bisschen mit darüber lustig gemacht haben, wie man jetzt schreiben kann, dass die Börse das ernüchternd fandet. Und deswegen sage ich, ist es so wichtig, sich eben zu informieren und nach mit dem Thema zu beschäftigen, weil, ich meine, guckt doch einfach auf die großen Unternehmen. Die machen es ja auch nicht anders, ne? Das ist so genial, wenn man sich das überlegt, ne? Ich meine, es ist schade und schlimm genug, dass der Standort Deutschland durch die Ampel so kaputt gemacht wurde und wird. Aber die Börse gibt einem die Macht und die Möglichkeit, sich davon zumindest zum Teil, zumindest ein bisschen unabhängig zu machen. Ja? Und das ist halt einfach ein unfassbarer Vorteil.